Ich weiß gar nicht, ob es die Gambling Witches gibt. Ich google es mal ganz kurz. Ob es ein Liga Rematch. Nö, gibt's nicht. Die kann man ja einfach nochmal besiegen. Ja. Nein, ich möchte nicht bei AOK anfangen. Danke, Werbung. So. Hui. Hey, ich bin Siberi. Hey. Namen! Erste Seilzeile kombinieren ein. Könntest du bitte zum Siberi-Büro kommen? Ich habe ein Problem. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Flauschi, bist du es? Ja! Das müsste 14 sein, jedenfalls. So. Und... Hi. Da bist du ja, Tiberium. Matthias verschwunden. Das heimlich irgendwo hin. Ich wollte euch eigentlich bitten, nach den Rechten zu sehen, wer ich unterwegs bin. Aber ich kann sie nirgends finden. Gestern scheinen sie gar nicht nach Hause gekommen zu sein. Ihre Freunde, die Lunagänse, scheinen sich zusammengerissen und mit guten Lebenswandel Mühe zu sein. Also brauche ich mir in sich nicht keine Sorgen, um sie zu machen. Aber. Was eine hohe Nachricht. Ein unverzeihliches Verbrechen! So evil. Yay! Ist eine Holo-Einmeldung. Vergangenheit hat sich ein unbekannter Täter Zugang zum Illuminier Kunstmuseum verschafft und sein ausgestelltes Gemälde schwer beschädigt. Der Museum sei schockiert und beteuert, dass die Erwachsenentechnologie in den besagten Ausstellungsräumen den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen und somit eine unbemerkt Eindringen in die Räumlichkeiten so gut wie unmöglich sei. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Hast du gesehen, Tiberium? Wo immer es geht, auch lebendig nicht fern. Ich muss in Illumina Kunstmuseum ermitteln. Ich würde mich ja gerne auf den direkten Weg blicken, aber ich habe gleich einen Termin, ich habe keinen verpassen kann. Deshalb kann ich nicht sofort weg. Ich bitte dich umgehend darum, Tiberium, aber kannst du für mich bitte den Tatort umgehen und schon mal in den Ermittlungen anfangen? Ich verlasse mich auf dich, Tiberium. Illumina Kunstmuseum findet sich auf den Nordring. Geh dorthin und finde es heraus. Was passiert ist? Alright! Let's do this! So, wir laufen. Wir müssen, ich glaube, hier rüber. Ist es nicht schon hier drinne? Nein, es ist nur ein Mondhaus, verdammt! Wenn man mal ganz kurz sich auf den Monitor schaut und das Gebäude zurückläuft, danke. So, hier rüber, ne? Ich hab eine Idee. Wir nehmen... Ja, yeah, das Chevromobil! Nothing else. Nein! So gechillt, seid ihr noch nie von A nach B gekommen, wie mit dem Chevromobil. Steigen Sie jetzt auf in den Chevromobil. Jede Fahrt kostet $200, egal wohin. Günstiger geht es überhaupt nicht mehr.
Rundreisen und Anschlusstickets sind ausgeschlossen. Nein, möchte ich nicht. Details. Es geht um den Stil, ja? Ich reite bis davor zum Illumia Dings und so. Ja, möchte ich. Helfromobil ist awesome! Ja. Nein! Ich bin nicht weit genug gefahren! God damn it! Oh. Nicht zurückgehen, danke. Beim Helfromobil geht es eigentlich nur um die Stilpunkte. So ist der Bahnhof. Bin ich vorbeigelaufen? Ich habe das ja vom nie genutzt. Wenn man das nutzt, kriegt man Stilpunkte tatsächlich. Also Steilpunkte für, dass man super awesome ist. Ich glaube, ein Chefromobil geht einfach nur, dass man auf einen großen Chefrom reitet. Mehr ist es, glaube ich, nicht. So. Ja, man kriegt beides. Why not both? Bin ich gerade so doof, das scheiß Museum zu finden? Da vorne ist es, okay. Damn. Hey du, du musst richtige Kunstliebhaber sein, wenn du zu einer Zeit ins Museum kommst oder hast einfach den Vorfall gehört. Im zweiten Stock wurde ein Gemälde mit Graffiti beschmiert. Als ein gemeiner Verbrecher sucht etwas mit historischen Kunstwerken wie diesen an. Wer ist hier auch angestellt und bei den Sicherheitsverkehren hier? Geh in den zweiten Stock und siehst du selbst an, dass sie sich übersehen. Einfach schrecklich. Der Museumsleiter ist auch dort. Vielleicht kann der mir was sagen. Ja, möchte ich. So. Nein, möchte ich keine Audio-Guide haben. Das ist einfach so schrecklich. In dem zweiten Stock, hat sie gesagt. Ich bin direkt in dieses Museum. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Was geht in dir vor, wenn du diesen Graffiti beschmierten Bild hier betrachtest? Findest du selten, dass er davor entscheidet wurde? Ja. Da hast du wohl recht. Das war eine die gängigste Ansicht. Dieses historische bedeutende Gemälde ist quasi ein Kulturerbe. Es mit Graffiti zu spielen ist nicht nur eine missachtende Geschichte des Gemäldes, sondern auch Respekt gegenüber den Kunst, der es geschaffen hat. Nur wie noch sei, wenn wir jetzt alle in Eile versuchen würden, Gemälde zu restaurieren, könnte es beschädigt werden und wird alles noch schlimmer machen. Wir hätten uns zwar eine Weise hängen lassen, wie es ist, zumindest bis wir wissen, was wir tun. Nun, es sei gewiss, es wird gewiss für einen Wirbel sorgen und Besucher locken. Ich frage mich wirklich, wer das getan hat. Was der Mensch tut so etwas? Ja gut, mehr kriege ich aus dem Rost nicht raus, ne? Wir hören erstmal den Guide dazu. Ah ne, können wir nicht, weil ich nicht gekauft habe. Ich kann nur links rausgehen, da war ja was. Ich würde einfach rausgehen, das wird dann getriggert, weil mehr kann ich ja nicht machen. Genau. Eine Holo-Einmeldung. Im City ist zu mehreren Pokémon-Diebstählen gekommen.
Polizeigabe folgt der Feuer seine Vorfahrt seinem Pokémon-Verkauf und nimmt ihn Anschluss an diesen hier Pokéball weg. Die Gemälde vorlaufen noch denselben Schema ab, deswegen davon ausgegangen wird, dass es sich um einen denselben Täter handelt. Die Pedia beschreibenden Opfer unterscheiden sich jedoch stark voneinander ab, dass der Dieb bisher nicht identifiziert werden konnte. Alle Vorzüge zogen sich in menschenleeren Gassen ab, die Polizei mahnt er zur fürsten Vorsicht. No, die Ereignisse überschlagen sich. Liberium, ich bin's, Libel. Könntest du bitte unverzüglich eine Babyruhe vorbeibekommen? Ich weiß nicht, ob du weißt, was kommst. Ich weiß, was kommt. Aber, psst, don't tell them. Um das Ganze beschleunigen, nehmen wir... Halt, jetzt schon gute 14, ne? Ja, ist schon gute 14. Ja, aber mein, ich wollte gerade mit Chef vom Mobil. Nein, das ist nicht. Okay. Das ist echt doof, dass man die Zahl nicht sieht über den scheiß Teil. Okay, frei ist noch eine Rundreise und dann. So. Noch ein bisschen Fahrradfahren. Noch ein bisschen Bam. Verkehrt im Fall, alle sterben. Nein, eigentlich nicht. So. Okay. OTP, hast du die Nachricht gesehen? Es ist eine Serie von Pokémon-Diebstählen, beschäftigt zwar auch der Vorfall im Museum, aber hier geht es um unmittelbaren Schaden, großer. Deswegen kann ich sofort erstmal voran. Ich habe erst meinen Plan, um ihn so schnell wie möglich aufzuklären. Und zwar werden wir den Lockvogel einsetzen. Der Täter hat es wohl auf Trainer abgesehen, die sich an menschenleeren Orten verirren. Um ihn so wirklich zu sehen, müssten wir ihn in eine Falle stellen. Zuerst müssen wir den Lockvogel an einen verlassenen Ort begeben, um dort zu tun, als hätten wir uns verlaufen. Die Gelegenheit wird hier nicht bestimmt nicht widerstehen können und sich zeigen. Bevor die Pokémon steht, fordert er sein Opfer zum Pokémon-Kampf heraus. Genau dann schlagen wir zu. Wenn er den Kampf ablenkt, springt die Verlängerung aus ihrem Versteck und nimmt ihn fest. Was hältst du davon? Der Plan ist nicht ganz ungefährlich, aber einen besseren habe ich nicht. Eigentlich hält deine Folge ganz allein von dir ab, Tiberium. Geh mit Sache zur Hand, Tiberium. Ich bin der Lockvogel. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Partner. Lass uns sogleich die Rollen verteilen. Du weißt ja, ich habe keine Pokémon, deswegen bitte ich dich, den Lockvogel zu spielen. Ich werde mich verstecken und warten, bis der Überschläger abgelenkt ist. Sei auf deinen Pokémon-Kampf bereit, wenn er auftaucht. Als nächstes müssen wir überlegen, wo wir den Titel eine Fall locken. Die einzige menschenleeren Orte in einer so großen Die einzigen menschenleeren Orte in einer so großen Stadt Illum City sind die Gassen. Also gut, lass uns keine Zeit verschwenden. Was soll es ganz besorgen? Operation Lockvogel kann beginnen. Versuchen wir es, ne? Geh zur Gasse auf der überliegenden Seite vom Illumina Geiselstadt auf dem Nordring. Ich komme sofort nach. Natürlich. Museum war gar nicht so weit weg. Wow, ich bin vom Museum einmal um Illumina gefahren, nur um hierher zu kommen. Genius, man! Das war ein ultimative Awesome. Ist das die Gasse gemeint? Okay, wahrscheinlich ja. Du hast besagte Gasse also gefunden, die Bewährung. Sehr gut. Nehmen wir erstmal die Gegner in die Lupe. Die hier kann sich unter Umständen bereits aufhalten. Ich werde die zwar ganz aus der Nähe im Auge behalten, aber seid dort bitte doch noch vorsichtig. Natürlich. Vorsicht ist mein zweiter Name. Tiberium Vorsicht Games.
Verzeihung, bist du kein Trainer? Würdest du mir einen Gefallen tun, einen Pokémon-Kampf mit mir austragen? Nein. Warum denn nicht? Du siehst als starken Trainer aus. Wenn du dich nicht vorbereiten möchtest, dann warte ich dich auf... natürlich. Lass uns kämpfen! Ich kann es kaum erwarten. Wohl an, lass uns beginnen. Verdächtige Frau! Wollte ich heraus! Aquali wird verdächtige Frau eingesetzt. Derby! Ramot, da wollen wir doch lieber auswechseln, oder? Gegen ein Wasser-Pokémon klingt gut. Kaskade bitte. Und bam. Ich glaube nicht, dass du mit Charizard lernen sollst. Sehr lustig, wenn man durch einen Pokémon-Kampf entscheiden würde, ob die Person einen heiratet oder nicht. Ich glaube, ich würde sehr hart try hard und mit Absicht verlieren, je nachdem. Du bist echt gut. Oh, ich habe sie eben abgezockt, hab's gesehen. Oh, ein wirklich starker Pokémon-Team. Hast du bereits mit mir lassen? Halt! Bin wieder gestoßen, wenn die Jagdprüfe wechseln. Bam. Was? Eher mal als in der Welt ist das? Sie ist kein Pokémon, aber sie kann wandern setzen. Wie ist das möglich? Da habe ich jetzt keine Zeit, anstatt hier überraschend zu stehen. Sollten wir hinterhergehen. Mal sehen, angesagt der Richtung, dass sie gesprungen ist. Tiberium. Vielleicht in der Gasse neben den Kaffeekosse auf den Nordring geflüchtet. Mach dich bitte sofort auf den Weg dorthin. Ich sehe mich noch kurz etwas um und komme danach. Ach ja, Moment. Ich habe ein Team. Yay. Immerhin, irgendwas kann er das. Das ist quasi einfach nur auf die andere Seite gesprungen. Du sollst da nicht reingehen, ich gehe da rein. Trust me. Gut, du bist in den Seitengasse gegangen, Tiberium. Schau dich erstmal gemütlich um. Es ist nicht auszuschließen, dass der Verbrecher sein Aussehen verändert hat, um sich zu tarnen. Ich werde in der Ausstellung gehen und zuschlagen, sobald die Gelegenheit bietet. Sei aber dennoch vorsichtig, Tiberium. Hey, du bist ein Trainer, stimmt's? Hast du Lust, gegen mich zu kämpfen? Willst du kämpfen? Ich bin halt auf dein Pokémon. Los, jetzt nach Herzen das Kämpfen. Verdächtiges Kind! Elfu. Derby! Stärke! Okay, das hätte aber sehr weh getan. Ich wusste gar nicht, dass Elfen Orkan kann. Ich wusste, es kann Wirbelwind. Aber ich wusste nicht, dass Orkan kann. Und weil das dieses Elfen Orkan kann. Grand Bull, ich glaube, wir sollten anfangen mit ich treffe Attacken nicht. Pokémon zum Nutzen. Flunkiefer. Da ich eine bessere Wahl. Auch was ein Feen-Pokémon ist. Details. Das kann sich nicht megern. Ha! Und besiegt.
Level 78, geil. Uff. Dein Pokémon ist echt total stark, echt Wahnsinn. Was gut, ich will jetzt auch an sein Pokémon-Team. Echt jetzt, her damit. Ich werde nicht zulassen, gemeine Pokémon-Dieb. Schon wieder. Bäm. Verfliegt sich schon wieder entwischt. Erstaunlich, wie hoch sie springen kann, obwohl sie kein Pokémon ist. Aber dafür keine Zeit, anstatt beeindruckt zu sein, sollten wir hinterher. Mal sehen, angesagt, Richtung, die gesprungen ist. Vielleicht ist es die Geister gegenüber von Bahnhof und Ulima City auf den Nordfront geflüchtet. Mach ich später auf den Weg dorthin. Sehe mich kurz noch etwas umkommen danach. Moment, ich bin noch gar nicht. Wo bin ich mir Gedanken? Vorher werde ich sicherheitshalber noch den Pokémon-Team heilen. Oh yeah! Wir jagen die Verbrecher und fangen sie ein. Wo ist der Bahnhof? Am Nordring, der endet hier bei der wie hier. Also muss irgendwo da vorne sein. Ja, das ist die Pokémon-Einträge sind manchmal sehr gut. Carpador kann im Wasserfall auch schwimmen. Eins nice Idee von Magikarp, ja. So. Hier sind ja. Das sind ca. 100 Mittelnähigkeit über. Ja, komm. Also. Tauboss kann Schallgeschwindigkeit. Und dann die Dragoraden. Durchbricht die Schallmauer. Gut, du bist ein Seitengäste, Tiberium. Der Schurken sind uns zwar schon zweimal entwischt, aber die sind mit dir nicht gelingen. Aber die Täter, ich glaube nicht, dass es sich dabei um einen gewöhnlichen Menschen handelt. Wenn es gefährlich ist, ruf nach mir. Ich werde zur Hilfe eilen. Sei auf du, Tiberium. Oh. Ach, dieser Schmerz in meinem Brust. Fühlt sich ein gebrochenes Herz an. Was ist los? Was ist denn hier passiert, Tiberium? Huch, du beunruhigst dich. Was ist zugestoßen? Es ging alles so schnell. Ich habe nichts Böses geahnt, als mich eine Bezauberin in den Kampf heraus wollte. Und nahm dann Drama und Lauf. Was ist passiert? Haben wir ohne Gnade fertig gemacht. Mit den seidigen lockigen Haaren und ihren kalten, funkelnden Augen hat sie mein Herz gestohlen. Und dann riss sie mir noch meine Pokébälle und zwar alle mit Gewalt. Allein die Erinnerung daran lässt mich wieder losholen. Da fliegst du zu spät. Was ist denn passiert? Wo ist sie hin? Ein ganzer Berg überspringen, also sollte der Berg nicht sein. Ein Trick, der das über nie höher als 2 Meter springt. Ja, die Einträge widersprechen sich ziemlich heftig. Ich springe auch so hoch, dass die Tauburg seine Luft einfach auffangen, aber. Wer wird zumindest Unbekannte nur Richtung Südring? Tiberium! Es gibt eine Gasse, die von Nutzung abging. Und zwar die auf das erste Mal mit Tee und Flausch begegnet sind. Mach dich wieder auf den Weg dorthin. Ich kümmere mich ums Aufbauen und komme danach.